So, Leute, straight up aus der nächsten Runde geht's hier natürlich direkt weiter. Road to Level 35. Straight up aus derselben Runde, aus der ich gerade noch beendet habe, geht es jetzt weiter mit Road to Level 35. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das irgendwie Spaß macht oder so, das hier zu machen, aber es bockt, Alter. Komme ich endlich mal wieder dazu, das Game hier ein bisschen länger zu spielen und auch aus einem guten Grund zu spielen. Und außerdem kriegt ihr so Content in der Zeit, während ich, ja, ich sag jetzt mal, arbeiten bin, Berufsschule und all so ein Kram, ne? So, und ihr kriegt dadurch trotzdem Content und das freut mich. Und damit natürlich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zombie Uprising. Ich level alle Waffen hoch, M4 Part 3. Ja, es ist jetzt der dritte Part für die M4, was mich ehrlich gesagt wundert. Ich dachte eigentlich vielleicht, dass ich irgendwie, ja, ich wollte halt erst, ich habe halt erst überlegt, sage ich jetzt mal, alle Waffen pro, also jede Waffe pro Video, so, also eine Waffe pro Video, also wirklich halt die M4 in einem Video durchzusweaten, dann die nächste Waffe, dann die nächste Waffe, dann die nächste Waffe und das halt jeweils in einem einzigen Video. Also für jede Waffe ein Video. Aber ich dachte mir, komm, da ich ja auch weg sein werde, so ein bisschen, was Aufnehmen angeht und alles, dachte ich mir, komm, dann machst du das Ganze lieber als so ein kleines, ich sag jetzt mal, Überbrückungsformat, bis ich mir einen neuen PC hole. Danach wird es natürlich auch noch weitergehen. Ich will natürlich jede Waffe hochleveln. Das ist ja komplett klar. Ich möchte jede Waffe hochleveln. Und ja, dann geht's so gesehen nach der M4 weiter mit der nächsten Waffe. Welche das ist, I don't know. Ich weiß noch nicht, welche Waffe. Oh, das ist einer aus meinem Team. Ich habe keine Munition mehr, Bro. Ich habe keine Munition mehr, das ist crazy. Ah, Bro, da muss man kurz die Granate ran. Ja, stark, Diggi. Die Granate ist durch den Bogen gefallen. Alter, das ist gerade schon crazy, dass die durch den Bogen gefallen ist. Das ist schon ehrlich gesagt gottlos. Also ich hätte auch irgendwie nichts gegen so ein mal 2 Damage oder so ein Instant Kill, hätte ich auch nichts gegen. Vielleicht habe ich sogar Glück und wir kommen noch mal auf eine neue Map, weil ich war vorhin schon drinne. Ich spiele schon ein bisschen schon heute. Und da war ich auf einer Map, die ich noch gar nicht kannte. Das war eine neue Map. Ich hoffe, die wird es auch noch geben im Video. Also wahrscheinlich nicht. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es die in diesem Video hier gibt. Habe ich gesagt Level 35? Ich meine Level 45. Ich mache ja immer 15 Level pro Video. Sonst wäre das Video ja jetzt gefühlt schon wieder zu Ende. Ja, jetzt schon Level 33. Ach, Jungs, was ist denn hier unten los? Da mische ich mich natürlich gerne ein. Da mische ich mich natürlich gerne mit ein, ne? Los nicht. Ich kann auch, ey, ganz ehrlich, ich werde jetzt, no joke, in der ganzen Zeit, wo ich dieses Format hier jetzt mache, werde ich alle Kisten sammeln und dann in einem einzelnen Video nochmal alle Kisten öffnen. Das heißt, ich werde keine Kisten öffnen in dieser Zeit, sondern werde wirklich for real
dauerhaft diese Kisten sparen und warten, bis ich jede Waffe so gesehen auf Max Level habe. Und dann wird Pack Opening sein Urgroßvater gemacht, Alter. Das wird ein Urgroßvater, genau. Das wird ein Pack Opening, so, das habt ihr auf YouTube noch nicht gesehen, Und wer weiß, vielleicht kommt dieses Format auch gut an. So. Also ja, durchziehen werde ich so oder so, weil ich da einfach Bock drauf habe. Aber wenn ich da keinen Bock drauf hätte, hätte ich damit nicht mal angefangen. Oh, denke ich mir halt, wenn man halt keinen Bock hat. Das merke ich aber irgendwie manchmal auch bei Dingens, bei Far Cry. Ich hätte es mir ja nicht gekauft, wenn ich da nicht Bock drauf hätte, ne? So, weil ich habe es mir ja extra gekauft, damit ich es als Format oder damit ich es als Let's Play so gesehen mache. Mir fehlt nur, ja, wie soll ich sagen, die Lust auf das Spiel. So, das ist halt das Problem. So, Roblox spiele ich eigentlich jeden Tag. So. So, da bin ich auch eher drinne, was Aufnehmen angeht. Da ist halt auch eher mehr die Lust da. So, generell, so Zombie Uprising spiele ich ja generell schon länger. Das spiel ich jetzt, glaube ich, seit eineinhalb Jahren jetzt ungefähr. Und ich finde das Game halt einfach absolut geil, ne? So, deswegen, man, wenn ihr mit YouTube anfangt, spielt das, worauf ihr Bock habt. So, ich schaue nicht auf die Trends, so, mich juckt nicht, was in den Trends ist, ne? Weil ich denke mir halt so, nachher sind das irgendwelche Spiele, die ich selber gar nicht spielen will, so, aber ich die nur spiele, weil, ja, komm gut an und so, gibt Klicks und so, so, und darum geht's mir halt vorne und hinten nicht, ne, ich habe gleich am Anfang zu mir selbst gesagt auch, ich will YouTube, wenn überhaupt, als Hobby machen, klar, wenn man damit Geld verdient später, alles schön und gut, ne? Gehört ja ab einem gewissen Zeitpunkt auch dazu, dass man damit Geld macht, klar, man muss das nicht aktivieren. So, man muss diese Dingens da ja nicht aktivieren, dass man mit YouTube Geld macht oder mit seinem Kanal. So, das muss man ja nicht aktivieren. Kann man. Ich werde es wahrscheinlich anmachen. Hier diese Monetarisierung, einfach weil ich auch keinen Bock auf Stress habe und so. Dann, falls ich irgendwas, ne. Und vor allen Dingen habe ich dann auch keinen Bock, dass irgendwer meine Videos klaut oder so. Ne? Das ist halt auch das Ding. Deswegen, eigentlich ist diese Monetarisierung schon ganz gut, wenn man sie anhat. Also, wenn ihr die Monetarisierung freischalten könnt und die anstellen könnt, macht das. Also, es bringt halt schon was, ne? Erstens, gut, klar, ihr verdient damit Geld, ja, alles hin und her, so. Geld hin oder her, so, wenn ich arbeiten gehe, dann juckt mich das Geld, was ich dann später mit YouTube mache, eigentlich auch nicht so, weil ich mir dann so gesehen mein Geld mit, ja, ich sag jetzt mal, richtiger Arbeit verdiene. So, klar, in YouTube steckt auch Arbeit, so, das ist gar keine Frage, so, man setzt sich ja hin, man zockt was, man labert gefühlt 20 Minuten irgendeinen Scheiß, setzt sich dann, weiß ich nicht, 3-4 Stunden hin, macht das Video fertig, gut, ich nicht so, ne, weil ich mach die Videos eigentlich so lang, wie ich sie haben will, so, ich nehme das Gameplay auf, oder die Reaction, je nachdem, was ich gerade aufnehme, und dann fertig, ne? So. Wenn ich fertig mit dem Aufnehmen bin, CapCut rein, Intro, Outro hinter, fertig, passt, hochladen. So, Release-Tag raussuchen, oder Veröffentlichungstag raussuchen, besser gesagt. So, wenn ich dann Release-Tag habe, an dem ich einen Tag gefunden habe, an dem das Video online kommen soll, stelle ich das ein, mache das alles fertig, Videobeschreibung brauche ich nicht machen, die ist voreingestellt. So, ne? Und dann hat sich der Käse eigentlich von selbst. So, und das ist halt das Schöne daran. Oder auch das Geile daran. So, ihr könnt halt auch sagen, so, ja, ihr wollt diese Monetarisierung nicht, gut, dann lasst euch die Videos klauen und was weiß ich nicht alles. So, was ich schon gesehen habe, es gibt auf irgendwelchen Seiten meine Videos, die man sich angucken kann. Und das ist halt schon echt scheiße und so. Klar, es sind Seiten, die wahrscheinlich dafür gedacht sind, dass Leute, die nicht keinen Zugang auf YouTube haben, diese Videos gucken können, wo ich mir dann aber so denke, so, ja, muss nicht sein, so, das muss halt nicht sein, ne, so generell so Videos klauen, kopieren und sowas, das ist halt, ja, weiß ich nicht, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll, so generell so kopieren sowieso nicht,
Kopieren ist eh scheiße, klauen ist noch beschissener. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, von denen ich irgendwie weiß, dass sie klauen, kopieren und was weiß ich für Scheiß. So, diese bestimmten YouTuber mag ich einfach nicht. So, es gibt viele YouTuber, die ich generell gar nicht erst gucke oder gar nicht erst mag. So, einfach weil ich die persönlich nicht mag oder ja, contentmäßig. So, da gibt es natürlich auch welche, die ich persönlich einfach nicht mag, weil ich einfach diese Persönlichkeit von denen nicht mag. Klar, solche YouTuber habe ich auch. Aber, ja. Und generell so hate-mäßig, verbreitet euren Hate nicht im Internet, ganz ehrlich. So, es ist irgendwo eine Art Cybermobbing und da habt ihr doch selber auch keinen Bock drauf, so, ne? Von daher... Lass die Cybermobbing-Scheiße einfach sein. Generell Mobbing ist generell Kacke, so. Das brauche ich, glaube ich, gar nicht erwähnen, dass das Kacke ist. Das weiß man eigentlich, glaube ich. Aber, ja. So, ich habe jetzt 7 Level innerhalb 11 Minuten. Also mehr als in der letzten Folge. Das triggert mich gerade. Aber egal. Aber ich bin gut dabei, 3 Folgen. M4 Part 3. Cool. Na, setzen. Level 45, ne? Ja. Also. Ah, Level muss ich noch. 18 Level noch. Yo, war ja klar, dass der Big Boy was von mir will. Yo, Juggernaut, Mini-Boss da, alle. Geh mal schlafen, Bruder. Ich hab irgendwie Schmerzen im Kiefer, Alter. Ich weiß nicht warum, aber es ist jetzt. Was heißt Schmerzen? Das zieht halt so ein bisschen in den Kiefer. Ich glaube, ich habe einfach nur den Mund falsch bewegt heute Morgen beim Frühstücken. Also seit da an habe ich das erst. Hindert mich nicht daran, für euch trotzdem was aufzunehmen. Guck mal, ich denke an euch selbst. Die Schmerzen werden überwunden und werden in die Videos gesteckt. Ein Clickbait. Generell, ey, diese Clickbait-Kacke verstehe ich halt auch nicht, ne? So, wenn ihr keine Ideen für irgendeinen Content habt, ja, dann lasst es sein, so. Dann macht doch kein Clickbait, ne? Clickbait ist doch nur Scheiße. Am Ende findet man raus, okay, ja, Fake und alles, ja, ist alles nur gefaked, gelogen und so. Ne? Ist auch am Ende Kacke, so. Dann habt ihr, weiß ich nicht, 8 Stunden ein Video investiert und dann, Arschritze, ne? Das ist doch auch Kacke dann. Muss ja auch nicht sein. So generell hier Clickbait, Mickbait und was das nicht da alles ist, ne? Hockt da eh nicht. So klar, bei Musik auf YouTube muss man eh aufpassen. Also jetzt Musik im Sinne von, was du in deine Videos nimmst. So klar, du kannst jetzt kein, was weiß ich, San Diego oder, was weiß ich, Raf Gamora oder Capital oder was weiß ich, ne? In deine Videos nehmen. Klar, also ich hab das Glück so ein bisschen... Ich stehe ja mit ein paar Leuten in Verbindung. Sei es jetzt ein Yuji, sei es ein Shogun, sei es ein Gohan, sei es ein Takumi, sei es ein Angel Payne, sei es keine Ahnung wer. So, von daher, da könnte ich halt einfach nachfragen und so, ne? Von wegen, Jungs, wie ist, kann ich das und das Lied in dem und dem Video verwenden? So, wenn sie Nein sagen, dann mache ich es nicht. Wenn sie Ja sagen, habe ich die Erlaubnis, dann kann ich es ja machen. So, dann gibt es natürlich auch Props in den Kommentaren, ne? In den Kommentaren sag ich schon, in der Videobeschreibung. Dann schreibe ich halt auch dazu, so, Musik nach Absprache im Video verwendet oder so. Keine Ahnung, also da ist noch nichts in der Videobeschreibung drinne, wo das irgendwie drinsteht, weil das noch nie vorkam, weil ich hauptsächlich Netflix, wenn ich Musik verwende, dann nehme ich Netflix, weil Netflix hat sehr geile Lieder. Generell zu den meisten Sachen ist halt, glaube ich, einfach Rap nicht so geil anstatt Netflix. So, Netflix hat chillige Lieder, Netflix hat
aggressivere Lieder, Nefex hat Lieder, die voll in die Fresse gehen, RIP, Pro, so chillige Songs zum Beispiel, Horn, Savage, oder ich sag jetzt mal so poppige Sachen, Rush und sowas, ne? Soldier, Fightback. Wobei Fightback würde ich auch schon wieder eher in diese, ich sag jetzt mal, aggressivere Richtung, ne? Also Nefex hat schon geile Sachen auf jeden Fall. Und vor allen Dingen sind die alle copyright-free. Das ist halt auch das Geile, ne? Das ist halt das Ding, ne? Wenn, selbst wenn ich theoretisch, jetzt von, ich sag jetzt mal, was wäre denn jetzt ein gutes Beispiel? Sagen wir jetzt mal, ich nehme jetzt, weiß ich nicht, Shogun und ich nehme den Song von Shogun. Ich sag jetzt mal, ich nehme Thunderstorm von Shogun und Takumi. So, dann würde ich natürlich von bei beiden fragen. So, ich würde dann natürlich Takumi und Shogun anschreiben und fragen, ey, Jungs, wie sieht's aus? Ist es okay, wenn ich den Song verwende? So, dann ist natürlich das Ding, klar, die haben den Beat gekauft, ja. Aber ist dann natürlich so die Frage, kann ich den Beat trotzdem so gesehen im Video haben? So, das ist ja auch das Ding. So, das zählt ja auch noch dazu. Nur weil ich deren Song oder deren Einverständnis habe, den Song zu benutzen, heißt es ja noch lange nicht, dass ich den Beat verwenden darf im Video. So, das muss man ja auch bedenken. So, klar, im Endeffekt juckt es mich nicht. So, die haben den gekauft, die haben die Rechte für den Beat, so, fertig, ne? So, wenn die dann sagen, ja, hier, mach, kannst verwenden, so, die und die Stelle habe ich genommen, die und die Stelle ist im Video, beziehungsweise die und die Stelle aus dem Song habe ich genommen, die ist an der und der Stelle im Video, oder ich habe, weiß ich nicht, irgendein Video zu dem Song gemacht, jetzt irgend so eine, was weiß ich, ich sag jetzt mal einfach mal Zombie Uprising Montage, so, so, dann ist natürlich das Ding, ne? Dann sagen wir jetzt mal, ich weiß gar nicht, was geht der Song? 3 Minuten 25 geht der Song, glaube ich. So, dann habe ich ein 3 Minuten 25 Video, in dem ich irgendwie, weiß ich nicht, ein krasses Edit mache, wie ich Zombie Uprising zock. So, ne? So. Dann habe ich halt so gesehen die Erlaubnis von den beiden und kann halt den Song nehmen, ohne dass ich da Probleme habe. So. Wenn ich jetzt natürlich da hingehe, wie, was weiß ich, wer. Und mir denke, ach komm, das ist doch mal ein schöner Song. Ich nehme jetzt einfach mal als Vergleich, jetzt habe ich ja gerade Thunderstorm genommen, jetzt nehme ich einfach mal als Vergleich No Limits von Shogun. So, und ich schreibe ihn nicht an. Von wegen, ey, Bro, wie sieht's aus? Kann ich den Song verwenden? So, dies, das, Ananas. Haben wir das und das geklärt? Dann und dann kommt das Video. So, ich schreibe dann natürlich, ich würde halt natürlich auch noch das Datum dazu schreiben, damit er auch Bescheid weiß, wann das Video kommt. So klar, schicke ich ihm dann den Link, damit er es sich angucken kann, wenn er Bock drauf hat. Geil ist, ich glaube, die gucken sogar die Videos von mir. Also, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann mich doch täuschen, ich weiß es nicht. Ich habe da kein wirkliches Auge für. Vor allem erkennt man das ja auch nicht, wer, was für ein Account oder welche Accounts deine Video gucken, da steht ja kein Name, so von wegen der und der gefällt, dem und dem gefällt der Video, ist ja kein Instagram hier, ne, oder TikTok, wo dann drin steht so, at was weiß ich, irgendein TikTok-Name muss mir jetzt kurz einfallen, entweder einen, dem ich folge, oder irgendeinem, der meistens meine Videos liked. Wobei, ich mache einfach einen ganz anderen Vergleich, zum Beispiel bei TikTok, so, ich lade einen TikTok hoch und, weiß ich nicht, so, dann bekommt man ja diese Benachrichtigung. Ich vermische die Sätze gerade so hart, ne, die Worte von den Sätzen, ne, ich vermische die alle so krass, ne, ist gerade so unübersichtlich, ich hab schon wieder gefühlt vergessen, was ich sagen will. Ich lade einen TikTok hoch und dann, ne, paar Minuten später kriege ich den ersten Like oder so. Und dann steht da ja, I don't know, Julia Beautix, gefällt dein Video. So, als Vergleich jetzt, ne? Das hat man ja bei YouTube nicht. Bei YouTube siehst du ja nicht, wer deine Videos liked. Du siehst ja nur die Likes. So, du siehst ja nur, okay, mein Video hat, das Video hat irgendwie 3 Likes, das hat 5 Likes, das hat vielleicht, ist vielleicht ein bisschen besser angekommen und hat 12, 11 vielleicht. Oh, ne? Mehr siehst du ja bei YouTube nicht. So, bei TikTok, Instagram siehst du ja, wer liked. So, da sieht man den Accountnamen, du kannst auf das Profil gehen und kannst ja gucken, wer
wer diese Person ist, was sie selber vielleicht hochlädt und so. Ja, das ist halt bei YouTube das Ding, das siehst du nicht. So. Und ja, irgendwie, ich finde es schade, dass man das nicht sehen kann. Weil mich das selber ehrlich gesagt auch interessieren würde, wer so, ich sag jetzt mal, die Videos liked, schaut und so. Ja, deswegen, ja. I don't know. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ihr wisst auch, was ich sagen will damit. Ja. Jungs, wo sind die ganze Action? Na hier. Ey! Der nimmt mir meine XP. Der nimmt mir meine XP. Alter, gefühlt gerade eine halbe, ich für 20 Minuten lang nur über ein Thema gesprochen, wofür ich irgendwie 20 Minuten gebraucht habe, ne? Ich habe gerade gefühlt 20 Minuten für ein Thema gebraucht, weil ich die Sätze immer wieder neu zusammengewürfelt habe, was die Worte angeht, ne? Ey, es ist echt crazy, ne? Mein Deutsch ist schlafen gegangen heute. Weißt du, ich mein Deutsch ist einfach weg heute. Einfach nicht available heute. Macht gerade Update. Macht gerade 13 GB Update im Background. Ey, jetzt kriege ich Dingens, ne? Jetzt ist natürlich hier. Instant Kill. Bam. Skibidi. Was? Weg. Lachs. Mich nicht, du. Nein. Ey, geil, wir haben gleich Level 45. Sehr stark. Geil, gleich Level 45. Sehr schön. Müsste ich sogar eigentlich noch in dieser Runde hinkriegen. Es sind jetzt noch 40 von den Zombies. Ja doch, das sollte ich doch eigentlich doch in dieser Folge hinkriegen, oder? Also in dieser Runde. In dieser Folge so oder so, aber in dieser Runde meine ich jetzt. Ich könnte vielleicht ein bisschen schwer werden. Ne, okay, nächste Runde. Ich krieg ja jetzt nicht mal mehr Level 44 hin. Ja, wobei, doch, mit Glück. Ey, das ist crazy, ehrlich. Das ist gottlos. Jawohl. Leute, es kann übrigens sein, dass die nächste Folge mit einer komplett neuen Runde startet. Da ich nach dieser Runde hier eine kleine Pause erstmal mache. Ja. Aber ich schätze mal, vielleicht nehme ich sogar heute Abend noch mal ein, zwei Videos auf. Mal schauen. Je nachdem, wie die Lust und Laune nach heute Abend, nicht? Und vielleicht sind bis dahin meine Kieferschmerzen so ein bisschen weg wieder. Es wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn die weggehen. Yo, was geht denn ab? Lock die nicht zu mir, bist du doof? Los. Nix.
Leute, Level 45. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Schaut in die Videobeschreibung, da ist alles der Link. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der vierten Folge wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.